Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Iron Order 1919. Und wir haben uns quasi jetzt vorbereitet auf eine Großoffensive. Auf Frankreich. Und zwar wird dann hier die Armee jetzt aufgesplittet. Splitten. Zwei, und da kommt dann ein Mech mit dazu. Was ist das? Motorisierte Infanterie. Die Level 2, Miliz. Komm. Oh, mit nach Paris. Ein Aufteilen. Wir haben ja hier noch zwei Milizen, ne? Die können hier schon mal das Ziel angreifen. Moment, wir erklären Frankreich den Krieg. Frankreich den Krieg erklären. Sicher. So, Infanterie und Hunter-Mech. Ihr macht Angriff auf... Ja, das ist in Ordnung. So, aufteilen wieder. Ein und ein Mech. Motorisierte Infanterie. Die müssen zusammenbleiben. Müssen zusammenbleiben, hatte ich gesagt. Da, ja. Hier geht dann bis da vorne hin. Die Engländer greifen da auch schon an. Da haben wir noch Infanterie und Panzer. Ne, ihr kommt auch schön hier mit rüber. Aber ihr braucht den ganzen Weg nicht laufen. So, das ist dann quasi die Angriffsarmee. So, dann... Flugzeug ist auch ein 5er-Stack, ne? Ich wollte ein 5er-Stack haben an Flugzeugen. Auch wenn ich in den Kommentaren gelesen habe, Flugzeuge seien nicht so gut. Möchte ich sie aber trotzdem ausprobieren. Abfangjäger. Bomber. Und hier würde ich dann noch einen Abfangjäger... Hier müsste eine schwere Fabrik eigentlich hin. Aber Kanonengießerei in Hamburg finde ich auch nicht dumm. So, hier wollten wir ja, wenn möglich, einen Hafen. Aber da fehlt uns die nötige Nahrung. So, dann gucken wir mal Industrie, ne? Was ist dann das? So. Industrie haben wir da jetzt gebaut. Nein, danke. Brauchen wir auch mal eine Industrie rein. Industrie rein.
Da wollten wir, wenn, einen Hafen haben. Da können wir auch eine Industrie reinballern. Bestimmt gut. Da sollten wir eine schwere Fabrik reinballern. Wir könnten aber auch erstmal noch eine Industrie rein. Steht schon eine Industrie plus halt vielleicht ein Panzer. Gehört, die kann man spammen, wie blöd. Das ist ja die Miliz, ne? Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Gucken wir später nochmal rein. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Die Bomber kommen auch. Läuft doch. So, was wir auch unbedingt brauchen, ist immer noch Rekrutierungsbüros, ne? Okay, Öl könnte jetzt auch langsam wichtig werden. Da wird gebaut, die Industrie. Könnte ich Industrie bauen? Fehlt natürlich Öl. Viel Geld haben wir auch nicht, aber Ölproduktion ist ja erstmal gegeben. Oh, das ist ein Arti. Unsere Art, die kann darauf schießen schon. Unterstützt ja jetzt. Gut, dass der noch nicht weiter vorgezogen ist. Oh. Ich dachte jetzt gerade, das wäre jetzt eine Riesennation hier. Okay, ich dachte, da wäre jetzt eine riesen Nation. Und tatsächlich nein. Bitte auch hier durchmarschieren. Direkt bis hier vorne hin. Malaysia. Der Trupp ist ja auch nicht schwach. Und der tut ja auch, was er tun soll. Ja. Wie wir haben mit Skandinavien Krieg. Okay, ja, dann gehen wir hier hin, ne? Wenn wir mit Skandinavien Krieg haben. Gehen wir natürlich da hin. Wenn der Trupp durch ist, kann der hier hinten hin. Dann haben wir ja eine Armee da. Können wir Infanteristen ausbilden, wenn wir wollten? Wäre nicht schlecht. Aber dafür wieder Nahrung und Arbeitskraft. Typisch. So, der Krieg gegen Frankreich sieht doch schon mal super aus. Kaum Gegenwehr. Die Arti bitte hier so ein bisschen hier vorne hin versetzt, um die anzugreifen, die da an der Front stehen. Und sonst, ja, würde ich sagen, läuft. Da sind keine Truppen, da sind keine Truppen. Dann können die auch direkt da durchmarschieren. Dann ist gut. Die Flugzeuge habe ich gerade, verlege ich gerade, dass sie hier kreisen. Um hier halt ein bisschen Deckung zu kriegen. Und sonst läuft das doch eigentlich ganz gut.
würde ich immer auch gleich mal ins Bett gehen, dann arbeiten und gucken, wie es dann aussieht. Schweden kommt. Gott sei Dank habe ich hier ein paar Flieger, die jetzt hier diese Einheit abfangen kann. Und diese Einheiten werden dahin marschieren. Und da werde ich neue Infanteristen ausbilden. Ja. Und dann ist gut. Dann haben wir hier auch noch einen Bomber, ne? Der kann dann hier auch noch schön kreisen. So, der Pariser kann hier auch hin. Läuft dann erstmal hier hin. Der hier marschiert ja schön weiter, das soll auch so. Der hier landet da an. 12 Dev-Punkte. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die beste Option ist, die ich hier gerade habe, aber die normalen Einheiten müsste eigentlich klappen, oder? So, einfach da runter marschieren und davon einen stehen lassen, aufteilen. Er soll hier bleiben. Wie weit sind sie hier? 25%, 37%. 37% ist gut. Gut genug. Die sollen dahin und die Arti, die werden wir auch hier brauchen. Dahin und da schießen, so. Jägermech. So, da haben wir noch wieder was. Oh. Ein Heavy Mech. Und was sagen dieser Heavy Mech, ne? Der bleibt hier mal schön in der Hauptstadt stehen. Und dann wird hier nochmal so ein unterstützender Panzer gebaut. Die sind ja schnell zu bauen. Genauso wie hier. Bomber haben wir, glaube ich, mehr als genug. Fehlt uns die Arbeitskraft, ne? Also die Einheiten bleiben auf jeden Fall hier. Die können mit in den Arti-Stack rein. Die sichern schon mal den Weg hier. So ist richtig. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen guten One. Aber wir haben hier nur schwache Einheiten, ne? Und einen Mech. Einen Mech nur. Ach ja, wie es natürlich weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dann, sage ich schon mal ciao. Euer Schrank.